Willkommen zurück zu Hero Siege. Wir spielen jetzt Inferno. Den nächsten Schwierigkeitsgrad, Akt Nummer 1, mit dem Schaman. Ich denke mal, wir kommen durch den ersten Akt noch ziemlich gut. Wobei, Boss kann ich nicht sagen. Okay, auch. Na gut, wir haben halt direkt eine Armbrust. Eine Armbrustzone. Das ist natürlich ziemlich unglücklich. Da die Gegner jetzt sehr viel Leben haben. Als wenn es eine normale Zone wäre. Aber damit müssen wir jetzt leben. Mit ganz viel Glück. Alter, dauert das lang. Mit ganz viel Glück finden wir auch im ersten Akt jetzt bessere Ausrüstung. Das war natürlich super nice. Okay. Gegner dauern ewig, bis sie tot sind. Holy shit. Die sind einfach noch zu schwach. Beziehungsweise haben halt einfach. Nicht die Ausrüstung. Die man gerne hätte. Gelbe Ausrüstung nehme ich auch mal mit. Man weiß ja nie, wie gut die Ausrüstung jetzt ist, weil die haben jetzt ein höheres Item-Level. Die Sachen. Deswegen kann es tatsächlich vorkommen, dass sie besser sind. Wahrscheinlichkeit ist nicht unbedingt hoch, da wir eigentlich an sich schon sehr viele gute Sachen haben, nur die Waffe ist eigentlich im Moment ziemlich broken. So, der Zonenboss ist jetzt da. Deswegen gehe ich da jetzt auch direkt hin, will unbedingt in die nächste Zone. Ich habe die Ding zu früh gerufen. Ja, mega lustig. Ich hasse diesen Boss. Aber er ist down. 114 Millionen. Leider keine Waffe oder kein Gear gedroppt. Wir haben einen Shop. Ich glaube, da gehe ich jetzt auch zuerst rein. Ja, gut. Okay, macht noch nicht so viel Schaden jetzt. Ich dachte, es gibt noch mehr Schaden von denen. Gott. Aber es ist ja ganz okay. I've got what you need. Do you have what I want? Jetzt aktivieren wir das Item. Man sieht einen Unterschied, wie wenig Leben die Gegner jetzt hier haben. Was dann einfach eine normale Zone ist. Das ist nur Geld. Brauche ich nicht machen. Nun, wenn ich sie sehe, nehme ich mit. Aber zwangsweise jetzt nicht unbedingt. Gelbe Rüstung. Wollen wir mal mitnehmen. Wir brauchen echt eine bessere Waffe. Eieiei. Da ist eine Kristalltruhe, wir brauchen Kristallschlüssel, deswegen würde ich da jetzt auch gerne hingehen wollen. Gleich, wenn die Gegner mich lassen würden. Gut. Hat sich nicht gelohnt. Wir bekommen auch mehr EP. Als beim letzten Akt. Können zum Zonenboss. Es ist schade, dass nichts droppt.
Ärgert mich ein bisschen. Wobei es erst die zweite Zone. Mal gucken, was der Arc-Boss fallen lässt. Und der hat nur 12 Millionen Leben zum Beispiel. Weil das eine normale Map ist. Nicht so wie der andere eben. Mit seinen 100 Millionen Leben. Also circa ein Zehntel. Nice, wir haben einen Job. Ah, lass mich raus. So, was gibt's hier? Auch aktivierbar. Okay. Sehr interessant. Oh, nice. Der hat noch einen Shot. Quest lasse ich jetzt erstmal außen vor. Hat jetzt nicht so viele P geben. Bei theoretisch könnte ich sie machen, einfach nur wegen dem. Wegen der Belohnung, die man danach bekommt. Ich glaube, sollte ich doch mitmachen, die Quests, okay. Haben wir jetzt eine? Nö, aber wir haben wieder einen Shop. Und solange wir Shops kriegen und auch die nötigen Schlüssel dafür haben, sag bitte nicht, da war jetzt eine mystische Waffe gelegen. Oh mein Gott. So, kein Shop. Schlüssel mitnehmen auf jeden Fall. Auch hier Rotzviecher, Mann. Geht mir echt auf die Nerven. Nice, legendäre Rüstung. Kann man mitnehmen. Nice, Relikt. Kam sogar aus der normalen Truhe, wenn ich es nicht gesehen habe. Das ist ja cool. Oh, eine Quest. Warum ist der Wolf jetzt außerhalb der Map? Das ist eine gute Frage, glaube ich. Die mir nicht mal das Spiel beantworten kann. So, den Gegner hier besiegen. Die zwei auch noch. Geld. Zonenboss ist da. Zone Nummer 3. Oh, da ist ein uraltes Monster. Holy shit. Er ist schnell gestorben. Genau, hier. Wo ist das Monster? Hat mir gekillt und zwei mystische Sachen müssen jetzt da liegen. Ne, eine. Ein mystisches und ein legendäres. Nice. Immerhin. Bleibt immer noch Hoffnung auf besseres Gear. Leider keine Waffe. Walter Monster kennt man ganz einfach, weil es einzelne Punkte sind auf der Map, die ziemlich groß sind und sich von anderen ein bisschen abheben. Hier zum Beispiel ist jetzt keins. Muss ich beim nächsten Mal euch mal zeigen. So kann man nämlich gezielt die Drecksviecher finden. Thank you.
war ein merkwürdiges Geräusch. Nice, legendäre Halskette. Sehr schön. Und Boss ist auch schon am Start. Naja, nichts mehr gedroppt. Hm. Schade. Zone Nummer... Oh, Nummer 5 schon. Ich würde sagen, wir gehen nach oben. Okay, Boss Encounter ist voll. Nice. Okay, normales Dungeon, kein Armbrust Dungeon. Ja, schauen wir mal, wie viel Leben er hat. Divine Shield haben wir, das werde ich wahrscheinlich auch gebrauchen können. Weiß noch nicht, in welchem Stadium ich es machen soll, wahrscheinlich gleich am Anfang, oder? Haben eine zweite Explosion noch gekriegt. Nach der ersten war ich schon fast tot. Ach ja. Und da hatte knapp 400 Millionen Leben. Was jetzt nicht so die Schwierigkeit gewesen wäre. Jetzt habe ich natürlich das Divine Shield nicht. Ich hätte es einfach aktivieren sollen. Ich bin so sparsam mit den Dingern. Und dann benutze ich es gar nicht. Und dann verreck ich. Statt es einfach zu aktivieren. Dann bin ich safe. Na gut. Das einzige Gute, was wir hatten, war Fliegen. Das werden wir auch nicht mehr haben. Komm. Besser als gar nichts. Nice, zweites Relikt. Aha. Ein Hit abgekriegt, Alter, fast tot. Oh, nice. Mystischer Gegenstand. So nice, und eine Quest. Check the Ripper, was war das? Noch einmal den Schlüssel finden und dann die Box. Oh, Mann. Ich hasse diese Quest. Dauert unnötig lange. Wenn man erst den scheiß Schlüssel finden muss. Beziehungsweise man muss ihn ja nicht zuerst finden. Weil die Box allein bringt einem nichts. Und auf der Map wird nichts angezeigt von beiden. Hm. Sehr lustig. Ah.
Das haben wir schon mal und die Box auch. Nice. Geht doch. Spritze nehme ich auch. Kann man aktivieren, dann erhöht es einen unserer Attribute um 150 zeitweise. Und Anfangslevel, gut. Hat sich das ja auch wieder erledigt. Stamina. Ich werde aber gleich genauso viel leben. Lass mal die erledigen hier. Wenn es geht. Er ist down. Jetzt noch aufpassen, weil die Blitzkugeln können uns immer noch töten. Das war's. Life's purpose is to master the elements. Yo, Riedschmatt, Mann. Giftiges Gas. Stamina ab. Energie ab. Gut. Ah, leider keinen guten Job gehabt. Aber besiegt haben wir ihn. Feed on the flesh of my foes. Also wir haben 6 Level-Ups gemacht. Okay. Ja, das ist das, was ich meine. Das ist ein gelber Gegenstand, der ist besser. Rein von den Stats. Deswegen werde ich es auch reinmachen, weil All Talents, ach Gott, werden wir irgendwann auch wieder finden. Das ist schlechter jetzt zum Beispiel. Das war eine Waffe. Holy shit. 40% XP. Oh, hier auch. All Talents mehr, Armor ein bisschen weniger. Ah, okay, wir haben Stärke jetzt normalerweise. Wenn wir aber hier Armor und Stamina kriegen. Dann würde ich schon für die Stamina gehen auf jeden Fall. Wie viel Schaden macht es denn aus? Wir haben jetzt 111.000. Das sind 100.000 Leben ungefähr. Wir haben gerade mal 10.000 Damage. Also dann nehme ich lieber die 100.000 Leben. Bin ich ganz ehrlich. Und das ist auch besser. Fehlt uns zwar die Energy, aber wir kriegen 6 All Talents drauf. Und wir können die Wölfe immer noch rufen, das ist die Hauptsache. Totems. Und einfach den Rest auf Armor pumpen. Nice. Okay, war insgesamt jetzt nicht so die schlechte Ausbeute. Wir müssen unsere Energie... Oder unser Mana-Stand sehr gering. Aber wir rufen die Wölfe und haben dann kaum Mana. Nice. Das war Akt Nummer 1. Schwierigkeitsgrad Inferno. Beim nächsten Mal gibt es Akt Nummer 2. Vielen Dank fürs Zusehen und haut rein.